Hey ho zusammen. Heute ist ein ziemlich besonderer Tag für mich, den es mindestens einmal im Jahr immer gibt. Es ist viel zu früh für Menschen wie mich. Und wir machen uns heute relativ früh auf den Weg nach Leipzig. Das ist dann der Beginn unserer großen Reise. Dieses Mal schaffe ich es tatsächlich, die ganze Zeit über aufzunehmen. Ich glaube, das wird ein sehr langer Vlog. Und auch total müde. Ja, dunkel draußen. Sieht man das überhaupt? Keine Ahnung. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall fertig machen gehen. Ins Bad. Werde noch ein paar Sachen zusammenpacken. Werden wir noch ein bisschen was vorbereiten und dann wird die Fahrt auch schon losgehen. So. Mittlerweile ein kleines bisschen frischer. Bin ich jetzt gerade dabei, meine Tasche ein wenig zu packen. Was habe ich schon drin? Mein T-Shirt kommt mit da rein. So. So, was haben wir denn hier? Trinken. Schleichwerbung. Um ein bisschen für die Fahrt gerüstet zu sein. Für die restlichen 2-3 Tage. Übrigens nicht mein Bett beachten, das ist nicht aufgeräumt. Noch 2 Flaschen Eistee und für die Fahrt noch mal ein bisschen Wasser, die ich aber nicht hier drin habe, weil das zu viel Platz wegnehmen würde. Ein paar Brötchen haben wir uns gemacht für die Fahrt und 1-2 Äpfelchen noch, damit das wenigstens ein bisschen den Anschein hat, als würden wir uns gesund ernähren. Ne? So, das so für die Fahrt. Dann machen wir jetzt noch ein lecker Teechen. Da. Pest für Granatapfel. Kann ich übrigens nur empfehlen. Wahnsinnig genialer Tee. Hat auch gleich genug gezogen, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, sind wir gerüstet und dann kann es gleich losgehen. Sieht man das? Haben so ein paar Kilometerchen vor uns, so, ne? Etwa, ich weiß nicht. Ich finde es ja mal so, da kannst du die Totale nehmen. Wenn ich das mal jetzt so 500 Kilometer, geht es zu weit. Einmal quer durch Deutschland, yay. Ja, von Osten, von Westen nach Osten. Angekommen. Auf der Buchmesse, entschuldige, du bist im Bild. Es tut mir leid. Ja, ist okay. So. Und nachdem wir dezente Probleme mit der Pension hatten, mussten wir für eine Nacht umziehen. Aber egal, diese Nacht werden wir wieder in unsere Pension können. Hoffentlich. Mir ist ein kleiner Fauxpas passiert. Ich habe nämlich die Tickets eigentlich online gekauft. Eigentlich. Habe sie mir auch eigentlich ausgedruckt. Wollte sie eigentlich mitnehmen. Und jetzt habe ich sie irgendwie eigentlich zu Hause liegen lassen. Jetzt mussten wir die nochmal kaufen, weil ich nicht mal mehr die Möglichkeit hatte, ins Internet zu gehen, um mir die neu auszudrucken. Jetzt habe ich 2x 60 Euro bezahlt, einfach nur, um hier zu sein. Voll toll, ne? Ist ja nicht so, dass wir schon genug Spritgeld und so bezahlen. Nein, Quatsch. Da musste Jari natürlich auch noch die blöden Karten vergessen. Na gut, wir haben jetzt eine neue. Tada! Das Interessante an dieser Messe übrigens, ich glaube, ich muss hier reinreden, sonst versteht man mich nicht. Das Interessante an dieser Messe ist tatsächlich, dass es nicht nur eine Messe ist, sondern es sind 3. Wobei 2 kleinere dann noch tatsächlich mit in dieser Messe drin sind, Verzeihung. Das ist einmal die MCC, genannten Manga Comic Con, auf die wir aber erst Sonntag gehen werden, weil die viel zu vollgepackt ist, um jetzt da reinzugehen, wirklich. Und die Antiquariatsmesse, auf die ich definitiv gehen werde, weil ich letztes Jahr nicht da war. Und Antiquitäten sind ja so voll meins. Je älter, desto wow. Deshalb mein erstes, zweites, drittes oder viertes Ziel, je nachdem, was sich jetzt auf dem Weg so findet. Wir haben uns erstmal hingeplatzt, weil wir nach 10 Minuten schon festgestellt haben, dass wir viel zu viel dabei haben, meine Tasche schon wieder viel zu schwer ist, aber das ist mir egal. Wir werden uns gleich einmal unseren Weg hier durch die Fantasy-Halle bahnen und dann mal sehen, wie es weitergeht. Bis gleich! So, hier befinden wir uns jetzt auf der Antiquariatsmesse
Und das ist ein ganz besonderer Teil meiner Meinung nach an der Buchmesse. Der ist auch jedes Mal dabei in so einem kleinen gesonderten Bereich in einer bestimmten Halle. Der ist auch umschlossen von Wänden, Mauern sozusagen. Und außen an diesen Mauern gibt es auch nochmal 100.000 Bücherregale, an denen man sich so ältere Exemplare von Büchern auch mitnehmen kann. Nicht wundern über diese seltsame Position meiner Kamera. Ich war mir nicht sicher, ob man da wirklich filmen darf, deswegen habe ich es mehr oder weniger heimlich gemacht. Eigentlich sollte man nichts dagegen haben. Ich meine, ich mache ja im Prinzip nur ja, so eine Art Werbung mehr oder weniger dafür. Aber manche der Verkäufer haben einen wirklich angeschaut, als hätte man schon längst den halben Bestand ihres Standes da in der Tasche und würde damit jetzt gleich abhauen wollen. Also man fühlte sich manchmal echt wie so ein Dieb. Und die waren auch manchmal wirklich nicht sehr nett und zuvorkommend zu einem, muss ich sagen. Ich kann es natürlich auch verstehen. Da sind sehr, sehr teure und sehr wertvolle Stücke dazwischen. Die teuersten sind natürlich in Glasvitrinen aufgestellt sozusagen. Das seht ihr hier am Rand. Und da sind wirklich Dokumente drin, die auf das 16., 17. Jahrhundert zurückgehen. Also wirklich wahnsinnig interessante Sachen auch. In der Mitte findet ihr hier noch Platz zum Sitzen. Es gibt eine kleine Cafeteria, in der ihr was holen könnt, denn das ist ja wie gesagt alles ein, ich sag mal, abgeschlossener Bereich. Wenn ihr reinkommt, werdet ihr darauf hingewiesen, dass, wenn ihr rausgeht, eure Taschen durchsucht werden müssen. Einfach um sicherzugehen, dass ihr hier nichts habt mitgehen lassen. Deswegen kann ich aber auch die Haltung der Verkäufer nicht so wirklich verstehen, muss ich zugeben. Denn es wird nun mal wirklich alles kontrolliert und man hat aber manchmal dann auch wirklich keine Lust mehr, irgendwas von denen zu kaufen, wenn die einem schon so dann entgegenkommen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch in meinem Alter oder an meinem Auftreten lag, aber ich habe mich da wirklich manchmal ein bisschen unwohl gefühlt. Aber gut, jedenfalls habe ich ja tatsächlich da dann was erstanden, was ich euch dann am Ende des Videos auch auf jeden Fall nochmal zeigen werde. Und es gab auch einige Verkäufer, die wirklich sehr nett waren. Das waren aber dann hauptsächlich die Jüngeren, die mich dann auch sehr eingehend beraten haben, wenn ich mich für irgendwas interessiert habe. Ich habe zum Beispiel ein arabisches Sagenbuch in der Hand gehabt, so von 1001 Nacht mäßig. Das fand ich super interessant. Und ich habe übrigens festgestellt, dass einer der Hauptcharaktere aus dem Buch, was ich gerade lese, tatsächlich aus diesen arabischen Sagen seinen Namen hat, sozusagen. Das fand ich sehr interessant. Und ja. Ich fand diese Antiquariatsmesse unglaublich interessant. Hier seht ihr auch nochmal Dinge, die in einer Glasvitrine drin sind. Und diese Sachen werden dann natürlich auch wahnsinnig teuer. Ich habe einige Bücher in der Hand gehabt, für die ich mich wirklich interessiert hätte, bis ich dann den Preis gesehen habe. Denn das sind wirklich richtig happige Preise. Ich glaube, das teuerste, für das ich mich interessiert habe, hatte am Ende 450 Euro gekostet. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Aber es ist wirklich Wahnsinn, was da für Preise zusammenkommen. Die Sachen in den Glasvitrinen sind dann natürlich am teuersten, beziehungsweise gar nicht wirklich zum Verkauf gedacht. Hier seht ihr kurz die Haupthalle, ganz in der Mitte, wo alle Hallen sich quasi zusammenführen einmal. Da ist jetzt noch relativ wenig los. Und wir haben tatsächlich auch den Tag genutzt, um wenigstens einmal ganz kurz in die Halle der Manga-Menschen reinzuschauen. Die MCC, die Manga Comic Convention, ist auch jedes Jahr. Hat mittlerweile dann auch eine eigene Halle auf der LWM, aber ist samstags wirklich mega überfüllt. Also da braucht ihr euch wirklich gar nicht reinzutrauen. Das ist, also wir haben nur mal kurz reingeguckt. Endlich im Hotel angekommen. Mein Bild hat irgendwie so einen dezenten Rotstich, ich weiß gar nicht warum. Ja, nachdem wir, wie gesagt, ein bisschen Probleme hatten mit der Pension. Es gab irgendwie das Problem, dass wir ja eigentlich Mitte Januar gebucht hatten, aber die Pensionsbesitzer, die übrigens ein sehr, sehr netteres Ehepaar sind, waren da in Urlaub auf Gran Canaria, glaube ich, und hatten uns deshalb irgendwie eine Zusage geschickt, obwohl es eigentlich schon voll war. Und jetzt letzte Woche waren tatsächlich Menschen da, die denselben Nachnamen haben wie ich. Mysteriös. Und haben dann mehr oder weniger unser Zimmer bekommen, weil es ein Missverständnis gab, irgendwie sowas in der Art. Jedenfalls war gestern leider kein Zimmer für uns mehr da. Deshalb mussten wir umziehen, aber die haben extra dafür gesorgt, dass wir ein neues Zimmer bekommen und haben das alles in die Wege geleitet für uns. Jetzt ist es mittlerweile Samstagabend. Wir sind jetzt tatsächlich in der Pension, in die wir eigentlich auch von Anfang an wollten. Das ist übrigens das Gasthaus Gambrinus, um bewusst und gewollt Werbung für diese Pension zu machen, denn sie ist wundervoll, wirklich. Wir sind jetzt schon das dritte Jahr hier und wir sind mega begeistert einfach von der Freundlichkeit, die uns hier entgegengebracht wird. Um euch mal ganz kurz das Zimmer hier ein bisschen zu zeigen.
Es ist halt dasselbe Zimmer, das wir auch letztes Jahr schon hatten. Man kommt halt hier, ist die Tür, hier kommt man rein. So, dann hat man hier direkt ein Spiegelchen. Oh, hallo, Spiegel. Und hier kommt dann halt einfach direkt das Bett. Es ist quasi ein kleiner Raum. Es läuft gerade Grey's Anatomy. Hier ist noch so eine kleine Ablagefläche, hier hat man einen Kleiderschrank. Da hinten ist so ein kleiner Tisch und jeder hat sein Nachttischchen. Und ich bin der Einzige mit einer Leselampe, weil ich lese und mein Mitbewohner nicht. So, man kann es hier halt recht schön dunkel machen. Und hier draußen, die Aussicht sieht man jetzt natürlich gerade nicht, weil es ist dunkel. Ich zeige euch das morgen früh nochmal. Das mit dem Meerblick üben wir nochmal, ne? Gut, jedenfalls haben wir einen etwas dezent anstrengenden Tag hinter uns. Aber ich habe es dieses Mal tatsächlich auch geschafft, auf die Antiquariatsmesse zu gehen und ich habe da eine Kleinigkeit erstanden. Aber was ich alles erstanden habe, werde ich euch natürlich ganz am Ende noch zeigen. Da werde ich dann eine Beutezugs-Zusammenschnitts irgendwas machen. Jetzt momentan genießen wir noch 5 Minuten Terrinen. Wir könnten natürlich auch dadurch, dass das ein Gasthaus ist, gleichzeitig und also Gasthaus und Pension. Pension? Könnten wir hier natürlich auch Abendessen. Es wurde uns natürlich auch angeboten, aber wir möchten jetzt nicht, da wir, oder zumindest auf jeden Fall ich, sowieso schon genug Geld auf der Buchmesse lasse, möchte ich jetzt nicht unbedingt noch Geld für zu viel Essen ausgeben. Deswegen gebe ich mich jetzt mit Salat und Le 5-Minuten-Terrinen zufrieden. Ich habe hier diese wundervollen Asia-Nudel-Dinger. Da hinten ist übrigens noch das Bad. Das kann ich euch gleich gerne auch noch zeigen, aber er ist gerade unter der Dusche und da möchte ich ihn nicht. So, hier sehen wir dann halt doch nochmal das Badezimmer in hell. Hier kommt man rein und im Prinzip hat man alles, was man braucht. Wir haben ein Waschbecken, wir haben eine Dusche und natürlich auch eine Toilette. Und ja, Spiegel. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Was ich hier ziemlich cool finde, ist, dass jedes Zimmer einen eigenen Föhn hat. Das heißt, ihr müsst euch nicht extra einen mitbringen. Und für alle Mädels unter euch, es gibt auch einen kleinen verstellbaren Frisier- bzw. Schminkspiegel. Ja. Jetzt genießen wir erstmal noch unser Mahl, unser fürstliches Mahl. Und werden uns dann gleich einfach nur noch ins Bett hauen. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, morgen. Oh, bis dahin, ciao.